Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lara und Schöchina für euch in Dragonflight unterwegs, gerade noch die Kurve gekriegt. Und zwar wollte ich euch wieder ein kleines Opening-Video präsentieren. Es geht wieder mal um ein paar geborgene Truhen mit Vorräten, das sind diese Partysink-Kisten. Und jetzt habe ich hier einmal ein paar noch mit dem Todesritter, 17 Stück an der Zahl, und dann haben wir noch ein paar mit dem Shami. Da werden wir einfach nochmal drei aufmachen. Dann kommen wir insgesamt auf 20 Stück und ja, vielleicht kriege ich das ein oder andere Item raus. Aktuell brauche ich noch zwei mit dem Todesritter, eins mit dem Shami und eins mit dem Demon Hunter. Und ja, drückt mir die Daumen, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ich würde sagen, wir starten mit dem DK durch. Handschuhe und Gürtel brauchen wir hier noch. Ah, here we go. Handschuhe sind bei der ersten Kiste drin, sehr schön. Jetzt noch der Gürtel und ich bin wunschlos glücklich. Ne, da haben wir einen Umhang. Noch einen Umhang. Eine Waffe haben wir hier. Ah, da ist der Gürtel. Da ist der DK raus. So, jetzt machen wir hier im Schnellflug noch die restlichen auf. Die brauchen wir jetzt alle nicht mehr. Können wir jetzt ein bisschen verkaufen gegen ein paar Silber oder was sind die Sachen wert? Obwohl, 6 Gold sind die Dinger wert, ne? Hier, ich werde noch richtig reich, ich sag's euch. Heißt, wir sind mit dem DK fertig. Und jetzt können wir quasi... Ah ne, das ist der Demon Hunter, der hat keine Kisten mehr. Aber hier der Shami, der ist so ein bisschen am Feuerchillt. Der hat hier noch ein paar Kisten, 3 Stück. Vielleicht sind ja die Handschuhe drin. Nein, da ist eine Waffe drin. Ein Ring ist da drin. Und die letzte, vielleicht da die Handschuhe, Shami auch noch fertig machen. Nee, ein Trinket. Aber zumindest bin ich jetzt mit dem DK fertig. Und jetzt brauche ich nur noch ein paar Handschuhe mit dem Schaman. Und dann noch die Augenbinde der Illidari. Also den Kopf, schätze ich jetzt mal, dass das ist, beim Demon Hunter. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Drückt mir die Daumen fürs nächste Mal, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Item fertig kriegen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.